Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! In meinem Wahlkreis in der Lausitz geht wieder mal Zukunftsangst um, denn die Debatten um den vorgezogenen Kohleausstieg und vor allen Dingen ohne Plan kennt nur Verlierer. Sie verunsichert die Menschen und vor allen Dingen verliert die Politik an Glaubwürdigkeit. Und dass wir hier permanent über wechselnde Ausstiegsdaten fabulisieren, hilft keinem weiter. Was wir jetzt brauchen, ist endlich einen schnellen Einstieg mal in den Ausstieg. Aber wie gesagt, mit einem Plan, meine Damen und Herren. Und da bin ich auch schon bei Ihnen, Herr Staatssekretär Kellner. Sie wissen schon, dass Sie regieren, oder? Wo ist denn der im Sommer von Ihrem Chef vorzulegende Zwischenbericht zum Kohleausstieg? Verschoben. Wo sind denn die von Ihnen so ja erwähnten, für den frühen Ausstieg vorgezogenen Finanzbudgets im Haushaltsentwurf dieser Bundesregierung oder in der mittelfristigen Finanzplanung? Fehlanzeige. Gleichzeitig lassen Sie auch noch zu, als grüne Bundestagsfraktion, dass bei den zugesagten Strukturmitteln noch getrickst wird, indem der Finanzminister zusätzliche EU-Mittel aus dem GTF-Fonds einfach mal mit den Strukturmitteln des Bundes mal verrechnet. So geht das nicht, meine Damen und Herren. Und damit wir mal, Herr Hubben, Brandenburg. Ja? Brandenburg bedeutet, für Brandenburg bedeutet das eine Kürzung der Strukturmittel von 3,6 auf 2,8 Milliarden Euro. Und dann, Herr Kellner, zum Schienenausbau. Das ist ja wohl ein Witz. Von den 17 geplanten Maßnahmen haben 14 bis heute keine Grundlagenermittlung. Das heißt, die Planungen, meine Damen und Herren, haben noch nicht mal begonnen. Und die Wahrheit ist, so wird das nichts mit Ihrem durchaus begrüßenswerten, vorzuziehenden Kohleausstieg, wenn Sie so weitermachen. Und deshalb haben wir als soziale Opposition Ihnen natürlich 12 umfangreiche Vorschläge unterbreitet, damit Sie dann auch wirklich mal Ihre Hausaufgaben machen. Und Herr Hubben, Sie sollten mal Geografieunterricht beim einem Hausaufgaben auch mal auf den Merkzettel nehmen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin Katrin Michel.